Wie könnte der Gesetzgeber File-Sharing-Abmahnungen künftig stoppen? Das wollen wir mal in diesem Video thematisieren. Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Ja, seit vielen, vielen Jahren gibt es File-Sharing-Abmahnungen. Die ersten haben wir so um die Jahre 2006, 2007 gesehen. Und damit also jetzt schon fast 14 Jahre lang. Und wir wollen mal in diesem Video klären, kann denn eigentlich der Gesetzgeber File-Sharing-Abmahnungen verbieten? Und was hat er denn bisher unternommen, um diesem grassierenden Unheil entgegenzuwirken? Ja, ganz zu Anfang, als die ersten Abmahnungen rauskamen, da waren so die Kanzleien Rasch und auch schon der Waldorf relativ schnell auf dem Markt. Die waren wahnsinnig teuer. Die ersten Rasch-Abmahnungen wegen Musik haben teilweise 5.000 oder sogar 10.000 DM damals noch gekostet. Also war richtig teure Geschichte. Und auch heute so eine Waldorf-Abmahnung. Im Laufe der Jahre hat sich preislich relativ wenig verändert. Lag immer so um die 900 bis 1.000 Euro und ist auch immer noch in diesen Segment zu verorten. Der Gesetzgeber fand das immer schon schlecht und hat immer wieder versucht, irgendwas für die Verbraucher zu unternehmen, um sie vor diesen Abmahnungen zu schützen. Schauen wir mal in die Vergangenheit, was da bisher passiert ist. Relativ schnell ging es eigentlich, dass am 01.09.2008 eine erste Deckelung der Abmahnkosten eingeführt worden ist, weil die Anwaltskosten für die Abmahnungen immer sehr hoch waren teilweise bis zu 1.500 Euro Abmahnkosten drin. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, lass uns das mal hier auf 100 Euro beschränken, um mal schon den schlimmsten Teil rauszunehmen. Das war die erste Deckelung der Abmahnkosten, und die allerdings nicht den Schadensersatzanspruch betraf, sondern nur die Anwaltskosten der Abmahnung. Die hat nicht funktioniert. Ist später irgendwann mal vom BGH kassiert worden. Die meisten Gerichte haben sie nie angewendet, war also so gesehen ein Schlag ins Wasser. Der Gesetzgeber hat dann nachgearbeitet, hat sich nochmal Gedanken gemacht, eine neue Deckelung der Abmahnkosten eingeführt, die es jetzt seit dem 09.10.2013 gibt. Steht heute in 97a Absatz 3 Urheberrechtsgesetz drin und beschränkt die Abmahnkosten bei einer solchen Abmahnung gegenüber einem Privatpersonen, Verbraucher auf 150 Euro, und das Ding hat tatsächlich auch funktioniert. Sprich, die meisten Gerichte wenden es an, darunter auch zum Beispiel das OLG München, wo wir mal neulich diese Frage thematisiert hatten. Das funktioniert, aber es beseitigt natürlich die Abmahnungen als solche nicht. Dann gab es noch eine weitere Überlegung des Gesetzgebers. Der fliegende Gerichtsstand war auch immer eine ganz blöde Geschichte für Verbraucher. Die konnten ursprünglich bundesweit verklagt werden. Rasch hat zum Beispiel wahnsinnig gerne in Köln die Leute alle verklagt, weil er da gute Ergebnisse erzielt hat. Und dann kam irgendwann der Gesetzgeber und hat gesagt, das wollen wir nicht mehr, dass die ganzen Endverbraucher quasi einmal durch die Republik gescheucht werden wegen so einer blöden Abmahnung, und hat dann den 104a Urheberrechtsgesetz also eingeführt, den normalen Gerichtsstand des Verbrauchers, sprich, heute muss die Abmahnkanzlei reisen, wenn sie dann den Verbraucher verklagen will. Machen die allerdings natürlich auch immer noch so Kanzleien wie Waldorf und Konsorten, RKA, die klagen gerne und fahren dann halt auch mal in der Gegend herum. Auch das hat vielleicht ein bisschen die Klagewut ein bisschen eingeschränkt, aber die Abmahnung auch nicht letzten Endes beseitigt. Dann gab es noch eine weitere Geschichte, die Abschaffung der Störerhaftung. Hier hatte der Gesetzgeber auch mal wieder im Blick, vielleicht die gesamten Abmahnungen en gros zu erledigen mit der Abschaffung der Störerhaftung. Das allerdings hat auch wieder nicht funktioniert. Wir sehen, nach dieser gesetzlichen Neuregelung 2017 gab es eigentlich unvermehrt weiter Abmahnungen von Waldorf und Konsorten. Die haben das wenig geschert, dass hier der Gesetzgeber mal wieder etwas unternommen hatte.
Und wir haben jetzt zwar die ersten Entscheidungen, etwa vom Amtsgericht München haben wir ja mal neulich so einen Videobeitrag dazu gemacht. Man wird allerdings sagen müssen, dass die Abschaffung der Störerhaftung im Moment noch sehr unkalkulierbar ist in Bezug auf die Frage, was jetzt in so einem File-Sharing-Prozess passiert. Aber die Abmahnungen als solche hat auch diese Regelung wieder nicht eliminiert. Und jetzt stellt sich mal so ganz grundsätzlich für dieses Video die Frage, könnte denn der Gesetzgeber die File-Sharing-Abmahnungen gegen Endverbraucher eigentlich wirklich verbieten oder geht das gar nicht? Ja, das Problem bei der Geschichte dürfte am Ende sein, dass es ja auf europäischer Ebene eine Richtlinie zum Enforcement gibt. Und in dieser Richtlinie steht drin, dass die Rechteinhaber effizienten Rechtsschutz haben müssen, wenn ihre Rechte verletzt werden. Und zwar in jedem Mitgliedstaat der Gemeinschaft muss also sicherstellen, dass ein Rechteinhaber auch auf nationaler Ebene ausreichende Möglichkeiten hat, seine Rechte zu verteidigen, wenn jemand seine Rechte verletzt. Und wenn jemand in einer Tauschbörse illegalen Film hin und her schiebt, ist das natürlich eine Rechtsverletzung, gegen die der Rechteinhaber auch vorgehen können muss. Also der Gesetzgeber hat keinen absoluten Freiraum, sondern würde er jetzt einfach sagen, ich verbiete die File-Sharing-Abmahnung, dann würde er damit wahrscheinlich europäisches Recht verletzen und eine solche Regelung könnte dann vom EuGH kassiert werden. Die andere Frage ist aber, was könnte denn gehen? Es gibt Ansprüche im Urheberrecht, die letzten Endes dazu geführt haben, dass man sie kollektiviert, beispielsweise auf Verwertungsgesellschaften überträgt. Und das könnte Vorteile haben aus unserer Sicht heraus, wenn Sie zum Beispiel betrachten die Ansprüche, die im Rahmen der Leerkassettenabgabe kreiert worden sind. Verwertungsgesellschaften pflichtig. Das heißt, hier ist der Anspruch so ausgestaltet worden, dass ein Vergütungsanspruch bei der Verwertungsgesellschaft eingesammelt werden muss. Und ähnliche Regelungen finden sich auch etwa bei der GEMA, wenn also Ansprüche durch die GEMA geltend gemacht werden im Rahmen von öffentlicher Musikwiedergabe. Auch hier ist eine Verwertungsgesellschaft tätig. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Spannungsverhältnis der Rechtsverletzung und des Vergütungsanspruches. Aber wenn man mal darüber kreativ nachdenken würde, könnte es sein, dass eine Verwertungsgesellschaftspflichtigkeit von solchen Verletzungsansprüchen gegenüber Privatpersonen vielleicht einen guten Nutzen haben könnte. Denn das würde auch dazu führen, dass die Niveaus identisch wären, die letztlich für Verletzungshandlungen von Verbrauchern verlangt werden könnten. Wenn Sie heute zum Beispiel die Rechtslage betrachten, dann stellen wir fest, die eine Kanzlei will gerne für den Tausch von einem Spiel 1000 Euro haben, die andere Kanzlei will für einen Pornofilm 800 Euro haben, die nächste Kanzlei will für dieses Stück Urheberrecht einen anderen Preis haben. Und hätte man dann ein einheitliches Preisniveau, dann könnte das schon mal ein Vorteil sein, vor allen Dingen, wenn es natürlich nach unten absinken würde. Damit wäre diese ganze Dramatik, die doch für viele in diesen Abmahnungen drinsteckt, deutlich nivelliert. Also unser Vorschlag, mal drüber nachzudenken, Verwertungsgesellschaftspflichtigkeit einer File-Sharing-Abmahnung, also sie aus den Händen der Kanzleien herauszunehmen und in ein anderes Umfeld einzubetten. Ja, wir würden uns freuen über Kommentare. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Und ob das tatsächlich mal Rechtswirklichkeit wird, das wissen wir natürlich nicht. Wenn Sie wissen wollen, wie es aber weitergeht mit diesen File-Sharing-Abmahnungen und mit der Abschaffung der Störerhaftung, können Sie natürlich wie immer gerne unseren Kanal abonnieren.